Yo, servus liebe Souls-like-Freunde und herzlich willkommen hier bei diesem komischen kleinen Guide-Video zu Elden Ring. Ja, ihr habt euch vielleicht auch schon mal gefragt, wenn ihr hier am Leuchtfeuer, welches ist jetzt Kammer auf Aufzugsseite seid, was eigentlich mit dieser verschlossenen Tür hier auf sich hat, ja, nicht von dieser Seite zu öffnen. Und wenn ihr hier rausgeht und mal nach hier drüben schaut. Ja, hier kann man sich runterfallen lassen. Hier können wir gegen das komische Gewürms kämpfen, ne, wo wir eine goldene Saat bekommen. Und hier drüben ist ja noch so ein Bereich, wo wir aber irgendwie nicht hinkommen. Ja, wir sehen das hier drüben, wenn wir immer da stehen. Aber irgendwie kommen wir da nicht hin. Und wie wir da hinkommen und was es dort Cooles gibt, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt also dran. Nach dem Intro geht es los. Zuerst starten wir vom Leuchtfeuer aus und nehmen hier diesen Aufzug. Wir fahren nach oben und begeben uns dann in diesen Platz oder an diesen Ort, wo die ganzen Töpfe rumlaufen. Ja. Die ignorieren wir auch gekonnt, ja, weil denn solange wir denen nichts tun, tun die uns ja auch nichts. Und dann laufen wir hier entlang, wo hier hinten dieses Item liegt. Und springen hier rüber auf diese Kante drauf. Wir gehen hier drumherum, springen hier rüber und sind in einen kleinen geheimen Bereich. Ja, richtig, richtig cool. Wir begeben uns erstmal nach hier unten und da warten noch zwei Gegner. Wenn ihr habt, nehmt hier auf jeden Fall Pfeil und Bogen und schießt hier diesen komischen Vogel ab. Ja, wir knallen den weg. Zack, puh, falsche Pfeile. Er ist tot. Wir lassen uns nach unten plumpsen und schleichen uns jetzt hier an diesen Gegner ran. Denn der ist nicht ganz ohne. So können wir nochmal einen kritischen Schlag geben. In meinem Fall töte ich ihn direkt. Ja. So. Und dann haben wir hier ein Item. Klumpenfleisch. Ja, ganz nett. Drei Stück davon. Und befinden uns jetzt hier. Ich springe mal hier hoch. Ich hoffe, dass ich nicht runterplumps. In dem Bereich, wo es Richtung Godric geht, wo hier dieser Riese steht. Ne? Das ignorieren wir hier jetzt gekonnt. Wir springen wieder zurück. Springen hier nach oben und gehen jetzt in diesen weiteren Bereich rein. So, jetzt absolute Vorsicht. Wir können jetzt noch hier drüben springen. Hier sind diese Töpfe. Ne? Nehmen hier drüben dieses Item mit. Zack, hier rüber. Schmiedestein 2. Dreimal im Übrigen. Richtig, richtig cool. Und gehen hier weiter. Hier haben wir einmal Trinas Lilie. Und haben hier nochmal zwei Items. Einmal eine goldene Rune, Level 2. Und ein Schmiedestein. Richtig cool. Weiter geht es. Nach hier entlang. Und jetzt kommen wir hier in so einen kleinen Bereich, wo wir diese Typen hier haben. Ne? Diese Sklaventypen. Die hauen wir hier rum. Im Prinzip machen die das. Ja? Solange wir die in Ruhe lassen. Aber die geben halt ein paar EP. So, die werfen hier ein paar Steine auf uns. Haben uns aber nicht entgegenzusetzen. Wir hauen sie rum. Hier ist noch einer. Hier unten sind jede Menge. Also eigentlich in der Regel schön langsam vorgehen. So, jetzt sammeln hier dieses Item auf. Bollwerk Sturmschild. Richtig cool. Was kommt denn hier noch runtergeflogen? Ach, da oben stehen auch noch welche. Die habe ich ganz vergessen. So. Hauen den um. Hauen den nächsten auch noch um. So, die standen nämlich hier drinnen. Na, nicht vergessen. Und lassen uns nach unten blumsen. Also ein richtig cooles Turmschild bekommen. Richtig nice. Zu dem Zeitpunkt echt nett. So, hier können wir eine Nachricht lesen. Was ihr sucht, ist gewiss ganz in der Nähe. Okay. Hier sammeln wir nochmal einen Schmiedestein 3 auf.
Und wir sehen, hier geht es überall ganz, ganz tief nach unten. Nur hier halt nicht. Ja. Wir lassen uns hier auf diese Kante fallen. Hier hin. Und lassen uns hier Stück für Stück runterblumsen. Hier hin. Zack. Richtig cool. Sammeln hier nochmal ein Item auf. Das will manchmal nicht richtig. Da müsst ihr ganz vorsichtig auf diese Kante springen. Goldene Rune, Level 5. Extrem gut zu diesem Zeitpunkt. Und gehen hier rein. So, und jetzt befinden wir uns da, wo ich vorhin gesagt habe, wie kommt man da eigentlich hin? So, da haben wir, also wir standen da drüben, ne? So, hier sammeln wir Regenbogenstein auf. Hier ist überall nichts drin. Und öffnen diese Tür zum Leuchtfeuer. Das war es aber noch nicht. Denn wir können es ja hier noch runterplumpsen lassen. Wir lassen uns hier auf dieses Dach plumpsen. Vorsicht. Dann hier rüber. Und hier hin. Und hier haben wir auch nochmal eine Fledermaus. Die hauen wir um. Und nehmen hier ein Adernblatt mit. Richtig cool. Und nun können wir uns hier in diesen Bereich begeben, den wir aber ohnehin schon kennen. Also, wenn ihr diesen Bereich noch nicht gekannt habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß weiterhin bei Elden Ring. Hoppala. Und kommt gut durch. In diesem Sinne, macht. Na, ich will mich hier verabschieden. In diesem Sinne, macht es gut, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal.